Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas-Video hier auf der Crew, und Weihnachten nähert sich immer weiter, deswegen wollen wir auch in diesem Jahr einen smarten Weihnachtsbaum machen. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht und dieses Jahr wollen wir es natürlich noch so ein bisschen auf die Spitze treiben, aber zuallererst brauchen wir dafür natürlich einen Weihnachtsbaum. Und nachdem wir den Weihnachtsbaum haben, ist dieser natürlich noch viel zu karg, deswegen brauchen wir im ersten Schritt natürlich einmal den Baumschmuck. Das sieht schon mal ziemlich gut aus, aber jetzt ist natürlich noch nichts smart an diesem Weihnachtsbaum. Deswegen wollen wir versuchen, da einfach mal eine smarte Beleuchtung einzubauen. Und dafür haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar hier diese smarte Beleuchtung. Die haben wir bei unserem Kollegen Jojol aus Frankreich gesehen. Und die hat so einiges auf dem Kasten. Was genau, zeigen wir gleich. Als erstes müssen wir die aber erstmal am Baum befestigen. On this cold December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go. So, die Lichterkette ist fertig angemacht. Einfach mal einstecken. Wir haben noch nichts mit der App gemacht. Es gibt eine App, wo man noch alles programmieren kann, aber wollen wir einfach mal nur einstecken? Ja, bist du erstmal überhaupt zufrieden jetzt, wie das hier gemacht ist? Also Julian war ganz sehr pingelig. Wo Felix das gemacht hat, sieht das schon noch sehr chaotisch aus. Und hier unten, wir können ja mal ganz Guck genau mal hier, wie schön das hier alles gemacht ist, ja? Aber wir haben es gerade noch so ein bisschen gebattelt, so wer kann die Lichterkette besser verstecken. Ist gar nicht so einfach, weil die eine leicht andere Farbe hat als der Baum selbst. Aber ich denke, wir haben es ganz gut hinbekommen, oder? Darauf können wir uns einigen. Ich glaube, den Preis für den schönsten Weihnachtsbaum bekommen wir damit nicht. Noch nicht zumindest. Aber ich glaube, um das zu testen, sieht das schon sehr geil aus. Okay, okay. Ich nehme jetzt den Stecker hier. Ah, da, da! Alter, wie bunt Alter, ist das denn? Das ist hier, man könnte sagen, kitschig. Aber dafür, wie bunt es ist, sieht es eigentlich noch ganz cool aus. Ja, okay, pass auf. Hier unten gibt es noch einen Knopf. Ich drücke den einfach mal ein paar Mal, okay? Tadam! Oh, das ist, guck mal, das ist schon viel dezenter, wenn das gerade zu kitschig war. Oh, sparkly, sparkly. Also hier kann man schon mal ein bisschen sich durchklicken. Und gerade hier sieht man auch richtig schön, wie wir das Ganze drumherum gewickelt haben. Es geht immer so im Kreis, im Kreis, im Kreis. Aber in der Anleitung stand, es funktioniert am besten, wenn man es so im Kreis wickelt. Anleitungen? Ja, dieses Bist du nicht Technik-YouTuber? Musst du das nicht wissen? Hallo? Ich wollte doch nur alles richtig machen bei dem Baum. Weißt du, ich habe noch nie eine smarte LED-Lampenleiste an den Weihnachtsbaum dran gepackt. Soll das jetzt Entschuldigung sein, oder was? Ja. Aber komm, irgendwann ist immer das erste Mal. Zumindest ist hier im Weihnachtsbaum-Game einer professionell. Guckt mal hier, was ich von meiner Mutter mitbekommen habe. Deine Mom ist echt professionell unterwegs. Ja, ist echt professionell. So einen ganzen Koffer nur für Weihnachtsbaumschmuck. Das sieht so aus wie so ein Koffer, weißt du, wo man normal so Schrauben und so drin hat. Ich kam hier so ein Studio. Und, was hast du da für Werkzeug mitgebracht? Ich so, haha. Kein Werkzeug. Sondern Zuckerstangen. Aber Julian, jetzt verbinde ich doch einfach mal mit dem WLAN von unserem Weihnachtsbaum, okay? Genau so funktioniert das. Ich habe jetzt das Twinkly WLAN ausgewählt. Ist schon crazy, oder? Wessen Weihnachtsbaum hat schon WLAN? Unser Weihnachtsbaum will ein Firmware-Update machen. Ja oder nein? Ja, komm. Es ist uns doch sonst nicht auf dem aktuellsten Stand hier. Komm, gib ihm mal. Hochladen Phase 2. Neu starten. Was? Er fährt jetzt neu hoch. Scotty, beam den Weihnachtsbaum hoch, bitte. So schnell ist leider nicht funktioniert. Gleich kommt noch ein Update. Sicherheitsupdate für Ihren Weihnachtsbaum. Oh. Oh. Also jetzt gerade ist er ausgegangen. War das jetzt der Neustart? Vielleicht. Ich weiß nicht, wie lange es zum Booten braucht. Hier steht kalibrieren. Okay, ich möchte die App auf unsere Kamera zugreifen. Okay. Also ich glaube, es ist jetzt so, es ist jetzt dieses Positionierungsding. Mapping? Oh, scheiße, okay. Alter, das ist ja richtig AR-mäßig. Okay, Mapping beginnen. Oh, shit. Was geht jetzt ab? Aber muss ich drum rumlaufen oder reicht es so, wie wir es gemacht haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, was? Hä? Guck mal, jetzt hat er so, so ein Layout vom Baum. Dann gehen wir mal auf Rainbow. Aber das sieht ja viel besser aus, als es gerade aussah. Hä, was geht ab? Hä? Okay,
Okay, machen wir mal hier. Mach mal das da. Vertigo. Nein, ja! Niemals! Als ob das so gut funktioniert. Hä? Und es funktioniert durch den ganzen Baum durch. Ich hab's nur von einer Seite fotografiert. Na gut, von der anderen Seite funktioniert's nicht so gut. Okay. Von der anderen Seite, also wahrscheinlich... Aber man muss es in eine Ecke stellen und dann wahrscheinlich halt von der Seite aus kalibrieren. Also wenn wir es nachher in die Ecke stellen, dann machen wir einmal das Foto von der richtigen Seite und dann ciao. Man kann bei jedem Layout jetzt auch noch das Ganze bearbeiten. Das heißt, man kann einmal hier zum Beispiel die Breite des LED-Streifens einstellen. Das machen wir mal ganz groß und dann machen wir mal ganz klein. Und man kann auch die Geschwindigkeit einstellen. So, wenn ich jetzt mal schneller haben will, da habe ich so einen Akrobaum. Seht ihr? Direkt im Hintergrund, wie schnell das ist oder langsamer. Dann ist es ein bisschen sachter hier. Mach mal den Streifen noch breiter. Okay, mach mal den Streifen breiter, so. Jetzt hast du ihn dünner gemacht, glaube ich. Puh, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man es einstellen. Die Frage der Fragen stellt sich jetzt aber, und zwar Felix, würdest du diese Lichterkette zur Frau nehmen oder eher gesagt zu Weihnachten verschenken? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, Baumschmuck an Weihnachten zu verschenken, aber man kann es ja sicherlich auch für irgendwelche anderen Sachen benutzen, keine Ahnung. Das passt doch voll gut so. Mama, ich finde deine Lichterkette so hässlich. Ja, aber es ist schon eine gute Frage. Ich meine, auf der einen Seite ist es halt ein super krass cooles Produkt, das mega einzigartig ist. Ich meine, ich habe sowas bisher noch nie gesehen. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht unbedingt so smart, wie es sein könnte. Ja, vor allem solche Sachen wie Alexa könnte man halt noch integrieren. So, für das Geld bekommt man meiner Meinung nach so ein bisschen wenig Funktionen. Ich meine, 90 Euro kostet, oder? 90 Euro kostet das Ganze. Das ist schon wirklich mega viel Geld. Ich meine, natürlich kann man sagen, hey, Philips Hue und so weiter ist auch mega teuer. Aber da bekommt man halt doch noch mal ein bisschen mehr an Funktionen. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Ich finde es mega cool, dass man hier eigene Layouts machen kann. Dass man da wirklich den Baum so beleuchten kann, wie man möchte. Oder dass es halt auch viele Vorlagen gibt. Aber es wäre schon cool, sagen zu können, irgendwie Alexa, mach das und das Layout an, mach meinen Baum auf Pommes rot-weiß und dann wird das Ganze hier anders beleuchtet. Das wäre schon ziemlich cool und es gab halt auch so ein paar Bugs, die wir dabei hatten. Ja, zum Beispiel konnten wir das Ganze nicht mehr im Android-Gerät einrichten. Es ging erst, als wir ein iPhone verwendet haben, was seltsam ist, weil es gibt eine offizielle Android-App dafür. Gut, vielleicht lag es an unserem Smartphone, so keine Ahnung. Ja, aber es soll trotzdem nicht, bei 90 Euro, das darf nicht passieren. Und zum Beispiel auch die Funktion, dass man den Baum mit seinem WLAN-Netzwerk zu Hause verbindet, sodass man sich nicht immer mit dem WLAN vom Baum verbinden muss, um eine Einstellung zu machen. Das hat bei uns auch total rumgebackt und wir haben es nie zum Laufen bekommen, obwohl die Funktion theoretisch da ist. Und sowas ist halt einfach immer ein bisschen nervig. Man haut so viel Cash auf den Tisch und dann bekommt man sowas Verbuggtes. Nichtsdestotrotz ist es aber immer noch ein mega cooles Produkt, weil es halt vom Effekt stark ist. So, man kann es komplett bunt und crazy haben, wenn man die Eskalation bei sich zu Hause an Weihnachten haben möchte. Oder man kann es halt auch dezenter einstellen und dann ganz einfach irgendwas Schlichteres anmachen. Von daher hat man hier schon viel Flexibilität, die man dann aber auch bezahlen muss. Ja, und wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne unten in der Videobeschreibung tun. Wir haben euch da mal einen Affiliate-Link reingepackt. Da könnt ihr uns dann mit dem Kauf unterstützen oder es auch einfach bleiben lassen, je nachdem. Aber ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch. Das freundliche Zusehen und wir sehen uns morgen beim nächsten Vlogmas-Video wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao!